Hallo liebe Modelleisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu meiner ersten Lokvorstellung. Bevor ich da auf den Kanal richtig loslasse, möchte ich erstmal noch was zu meiner Person sagen. Ich bin 1966 im Ostharz geboren, also in der ehemaligen DDR. Und ich habe die DDR 1984 verlassen, auf legalem Weg, bin nicht geflüchtet. Die Gründe dafür will ich ja nicht jetzt preisgeben, es geht niemandem was an. Und hatte in der Kindheit auf der Spur TT meine Erfahrung gesammelt mit meinem Großvater. Und dann danach habe ich dann, nachdem ich die DDR verlassen habe, das Eisenbahnhobby komplett aufgegeben. Habe nach der Wende erfahren, aber dass die Spur TT überlebt hatte. Hatte davor immer wieder mal überlegt, ob ich mit Minitricks anfangen soll und so, aber ja, damals waren andere Sachen halt wichtiger wie Modelleisenbahn. Und als ich dann erfahren habe, dass die Spur TT überlebt hat, habe ich wieder angefangen auf Spur TT. Aber so im Laufe der Jahre war mir die Spur TT ein bisschen, wie soll ich denn sagen, zu langweilig oder was auch immer. Ja, ich war nicht mehr so zufrieden. Dann hatte ich angefangen auf die Spur N, habe ich ein paar Sachen gekauft, war sehr zufrieden damit. Und dann bin ich in ein Modelleisenbahngeschäft gegangen, habe da ein bisschen rumgestöbert, weil ich wollte noch eine N-Lokomotive kaufen. Und dann habe ich da im Regal nachher diesen Karton gesehen, wieder hinten. Und auf dem Preisschild stand drauf 130 Franken, sind auch so 120, zwischen 120 und 130 Euro, je nach Kurs. Hab den Karton genommen, hab gelesen, Lilliput Dampflok BR18.3, der DB Epoche 4 mit der Artikelnummer L104011 Gleichstrom. Und habe ich dann den Karton aufgemacht, gesehen, was da für eine Maschine drin war. Und dann habe ich gesagt, ich nehme sie. Und diese Lokomotive ist eigentlich schuld an, dass ich gesagt habe, von jetzt an nur noch Dampfloks. In der Spurweite H0, weil die Lokomotive ist für mich optisch gesehen der absolute Hammer. Und die wurde gekauft. Ich kann es beweisen. Weiß nicht, sieht man es? 16. Mai 2000. Und was die Maschine nicht drin hat, ist eine digitale Schnittstelle. Das ist mir aber auch wurscht, weil ich bin ein Verfechter vom Digital. Sie ist ein Analog. Und für den Preis, von der Detaillierung her, wenn man auf TT unterwegs ist und N und findet nachher so eine Dampflok. Und da habe ich gesagt, nein, von jetzt an nur noch Dampfloks. Am liebsten Exoten, so wie diese hier. Ist egal, hebe ich nachher wieder auf. Und so bin ich zu meiner ersten H0 Dampflok gekommen. Die Lokomotive für Sammler, sie ist aus einer Sammelauflösung. So wurde es mir gesagt. Sie ist gefahren, aber nicht viel. Das merkt man. Auch der Vorbesitzer hat die Lokomotive nicht schön, nicht gerade zimperlich angefasst, wenn man hier unten sieht. Die Leiter ist ein bisschen verbogen. Hier fehlt komplett eine Leiter. Aber ich glaube, das kann man sich nachher irgendwann mal. Und hier fehlt eine Leiter. Aber ich habe mir gesagt, wenn sie dann irgendwann mal fährt, ich bin jetzt nicht der klassische Nietenzähler, ist mir das egal. Weil was mich am meisten beeindruckt hat an der Lokomotive, sind die Räder. Die Räder sind in meinen Augen der absolute Hammer. Also, ich weiß nicht, für einen Großserienhersteller, weiß nicht, kann man bei
Lilliput sagen Großserienhersteller oder Kleinserienhersteller, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Und zwar im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Und auch die restliche Detaillierung hier oben, das sind alles freistehende Leitungen, wie man sieht. Zahlreiche Generatoren sind angesetzt. Und auch die Frontpartie. Ich habe mich dann nachher mal ein bisschen drüber schlau gemacht, über die Maschine. Soviel ich weiß, wurde sie zweimal komplett renoviert, general überholt. Beim ersten Mal sind wohl einige Kommunikationsfehler passiert und dann ist die Maschine kaputt gegangen. Dann musste sie nach Meiningen, dort wurde sie general überholt für über 1 Million Euro. Und aber auch danach lief sie, glaube ich, nur noch so 5 bis 7 Jahre. Und dann nachher war ein Schaden an einem von den Kuppelnrädern, glaube ich. Und dass man die Maschine dann nachher abgestellt hat. Aber das soll die Lokomotive jetzt nicht schmälern. Das Vorbild ist einfach der absolute Hammer. Und was ich aber bemängeln muss an der Maschine, die Laufeigenschaften sind schon okay. Für das Alter von der Lokomotive kann man nicht sagen, gut, das Getriebe ist jetzt da hinten ein bisschen verharzt. Muss man mal sauber machen und wieder neue fetten, also entfetten, neu fetten. Und auf gerade Strecke, da läuft sie eigentlich okay, sie zieht auch was weg. Was sie aber nicht gerne hat, sind Steigungen. Also bei mir will sie keine Steigung machen. Aber wenn ich jetzt mal zum Original gehe, ich meine, das ist eine Schnellzugdampflok, die gehört auch nicht ins Gebirge. Von dem her kann ich jetzt damit wieder leben. Klar, ein paar einfache Steigungen sollte sie schon machen, aber was soll ich? Es ist jetzt so, wie es ist. Ein Manko hat jeder Hersteller immer. Jeder Hersteller hat so seine Probleme. Bei Lilliput ist jetzt die Detaillierung allererste Sahne. Die Laufeigenschaften sind ein bisschen, ja, überweichen kann ich nicht sagen. Bin ich noch nicht gefahren. Scheinbar hatte da keine Probleme. Da gibt es andere Lokomotive von den Lilliput, wo da mehr Probleme haben sollen. Meine Erfahrung ist, Steigungen will sie nicht. Aber wenn man es vorbildgerecht machen will, ist es ja ein Edelrenner, kann man dem so sagen. Ich meine, die Kuppelräder sind 2,10 Meter im Original hoch. Also die Maschine gehört sicher nicht ins Gebirge. Die gehört auf Paradestrecken. Und für das würde ich sagen, macht sie ihre Arbeit. Und auch mit dem Preis, Detaillierung. Ich bin zufrieden. Was will ich mehr? Wenig Geld, eine super schöne Dampflok. Und ja, das war mein Fazit zu der Lokomotive. Wie gesagt, ich werde noch weitere Lokomotiven vorstellen. Ich wollte jetzt eben anfangen, welche Lokomotive schuld dran ist, dass ich in der Spur H0 gestrandet bin. Ich bereue diesen Schritt nicht. Ich habe früher mal so einen Kreis aufgebaut, einfach so auf Rokogleise. Hab sie fahren lassen. Macht einen vernünftigen Eindruck. Der Motor kratzt ein bisschen, aber eine Maschine, wo schon 20 Jahre alt ist, da darf da auch dann schon mal eine kleine Renovation anfallen. Und von dem her würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschauen würdet. Und freue mich bis aufs nächste Mal. Dankeschön. Und tschüssi.